Okay. Es ist Mittwoch. Das wisst ihr ja. Wenn wir das täglich hochladen, wisst ihr das. Wenn es dann geklappt hat, bis jetzt weiß ich es noch nicht. Ja, ich bin gerade schick angezogen. Nein, nur so ein schickes Kleidchen. Es ist nämlich jetzt schon 20 Grad. Ich habe nur noch ein dünnes, weiß ich nicht, wie man das nennt, Tätchen drüber. Ich hole jetzt frische Brötchen, denn wir haben hier im Ort einen Bäcker. Und habe natürlich auch Lea mit, damit sie auch ein bisschen rauskommt. Etienne schläft noch, aber hat jetzt bestimmt gleich wach. Wir haben es gleich um 8. Ja. Ein bisschen. Wir haben ein bisschen ausgeschlafen bei der Kleine. Also ist schneller eingeschlafen als sonst zu Hause, weil zu Hause da will er zurzeit nicht so wirklich schlafen. Und da wir aber mit ihm im Wohnzimmer saßen und eigentlich bei ihm waren und er brauchte keine Angst haben, ist er gleich eingeschlafen. Das war ganz schön. Ja, was wir heute vorhaben, wir wollen heute ein bisschen rumwandern und uns die Gegend angucken. Heute soll es 28 Grad werden. Ja, dann gucken wir uns hier ein bisschen alles an und wollen noch vielleicht noch zu Karlsfeld, Karls Erlebnisso. Das ist eigentlich so 2 Kilometer entfernt von unserem Standort. Da laufen wir natürlich auch hin. Wir sind uns nur unsicher, ob wir einen Bollerwagen nehmen oder ob wir dann mit der Kraxe laufen. Weil es wird ja sehr warm und natürlich auch ein bisschen den Kleinen laufen lassen. Und lässt sich ja alles wunderbar spazieren gehen. Hier sind so viele schöne Wälder, hier kann man so schön spazieren gehen, das ist Wahnsinn. Oh, hier ist die Springanlage. Ja, wie gesagt, jetzt geht es Bäcker, das sind nur ein paar Meter entfernt. Ja. Und dann seht ihr, was heute noch passiert. Etienne! So, Papi ist gleich soweit. Er macht noch schnell Kaffee und meine Chai Latte. Und ich habe schon mal den Frühstückstisch gedeckt. Hier habe ich jetzt hier seinen Hochstuhl hingemacht. Lea ist natürlich auch dabei. Jan hinten habe ich gerade entdeckt. Oder gestern habe ich das noch entdeckt, weil der Junge da gespielt hat. Hier hinten ist noch ein Sandkasten. Das ist bestimmt sein Spielzeug, deswegen lassen wir das jetzt erstmal in Ruhe. Aber ja, ich wollte mal gucken, was hier drin ist, ob man hier überhaupt reingehen kann. Weil wir bräuchten eigentlich mal ein paar Sitze. Nö, hier kann man nicht rein. Das ist schade. Na gut, weil es war ein bisschen feucht in der Nacht. Es hat auch ein bisschen geregnet, glaube ich. Zumindest fühlt sich so an. Ja, und teilweise, also die Sitze habe ich jetzt rausgesucht, die sind nicht so nass. Ja, und das geht auch noch. Das ist auch nicht nass. Also das sieht irgendwie nur dunkel aus. Ja. Komm her! Komm! Papi auch barfuß. Wo ist der Kaffee und Schalotte? Es kocht noch. Also wir haben keine großen Tassen. Wie jetzt? Wir haben keine Tassen? Nur kleine. Echt jetzt? Ja. Toll. So, wir sind am Frühstücken. Also Etienne ist schon. Wir noch nicht. Ihm gefällt's. Er hat super geschlafen. Stimmt, wir sind immer geschlafen. Sogar manchmal besser als zu Hause. Tja. Ja, bei uns gibt es hier nur diese kleinen Tassen. Jetzt haben wir so 50-50 gemacht. Bei Daniel ist es nicht so schlimm, weil das sowieso für die kleinen Tassen ausgemacht ist. Aber bei mir, naja, ist jetzt nicht so schlimm. Ja, dann lassen wir das uns schmecken. Machst du wieder rein? Ja. Na dann. Machst du wieder rein? Bitte? Komm her. Mach hier wieder rein. Wo willst du damit hin? So. Ich habe gerade abgewaschen, habe ein bisschen sauber gemacht. Und hier sind noch die restlichen Nudeln und die Bolognese. Die werden wir nachher nochmal warm machen, weil wir haben nur... Ja, das. Und dann werden wir das Fettchen hier rein wieder machen. Dann kann er das nämlich essen.
Papi und ich sind fleißig am Trainieren hier. Sie kann ich leider gerade nicht zeigen, weil Papi hat mag das ja. Sehr schön. Ja, Etienne auch, ne? Hier sieht es übrigens aus wie... Ja. 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 Ne? Na dann. Wir haben gerade einen Hummel entdeckt, die hier einfach zu Schien gesetzt hat. Und Etienne hat sie gerade beobachtet. Er fand das gerade ganz toll. Wie zu trollig die ist, guck mal. Das finde ich ja lustig. Prima. Wir sind mit dem Bollerwagen unterwegs. Etienne möchte nicht drin sitzen. Also, ja, das war mein Fehler. Ich wollte den Bollerwagen unbedingt mitnehmen. Daniel wollte die Kraxe mitnehmen. Und ja, na gut. Aber so können wir zumindest das Wasser schleppen. Ne? Oder wolltest du es in der Hand nehmen? So. Weiter geht's. Weil, warum holen wir jetzt nochmal neues Wasser? Ja, wir müssen nochmal neues Wasser holen, weil wir haben zwar gestern welches geholt und als wir einkaufen waren, standen wir beide davor und ich habe zu Daniel gesagt, Schatz, ist das still? Ja. Ich hab nicht mehr drauf geguckt. Eigentlich guckt man ja nochmal. Aber das hat immer eine andere Farbe. Es ist immer eine andere Farbe, ne? Aber stand nicht da. Und das habe ich gesagt, ja, denk ich mal. Ja, du hast ja gesagt. So, und ich, so blöd wie ich bin, ich gucke nicht nochmal drauf. Warum sollte man nochmal drauf gucken, wenn du... Ja, eigentlich guckt man ja nochmal zweimal drauf, ne? Ich nicht drauf geguckt, pack es ein und ja, es ist Medium gewesen. Jetzt müssen wir natürlich nochmal neues holen. Classic. Was? Es war nicht mal Medium, es war Classic. Na toll. Volle Bude. Volle Bude. Ja, also müssen wir nochmal los. Und da Etienne sowieso wandern liebt, kann er gerne rumlaufen. Er hat jetzt nochmal was gegessen, Spaghetti Bolognese. Dann haben wir noch ein bisschen was reingemacht in die Dose, weil er wollte jetzt unbedingt nochmal was essen. Obwohl wir gerade gefrühstückt haben. Aber jetzt geht's erstmal durch den Wald. Und es ist so schön. Ja, ist das schön, Etienne? Du schwitzt, ne? Los, weiter geht's. So, wir sind jetzt, also wir haben jetzt bis jetzt erstmal was zum Waschen, eine Steckleiste und Wasser und natürlich Getränke, hauptsächlich Getränke. Das richtige Wasser, das Richtige. Das wollen wir jetzt hier nochmal ein bisschen rumschauen, drüben, dann hier bei... Wir wollten eigentlich ein paar Taucherbrillen finden, die wir eigentlich gar nicht brauchen, Schatz. Ja, aber wir müssen doch wieso jetzt rein. Ja, wir müssen jetzt rein. Und da gucken wir noch ein Eis. Genau. Eis? Willst du ein Eis? So, wir machen jetzt eine Eispause. Nadine isst hier ein Erdbeereisbär. Ja. Etienne isst hier eine Waffel mit ein bisschen Eis von mir. Und ist da auch Eis von Mama? Ja. Und wie sitzt du in der Schrankmische? Das ist so cool. Das machen wir auf St. Klaus. Genau. Das ist Kaffee. Das Polen hier. Nein. So, jetzt sitzen ja in seiner eigenen Kabine. Na, prima. Das sieht so süß aus. Und Mami hat sich dazu gesetzt. Guck, guck. Etienne. Guck, guck. Etienne. Mami trinkt. Etienne tut was auch immer mit Tanzzapfen. Mit Tannenzapfen spielen. Ja, auf jeden Fall, wir sind bald auf dem Rückweg. Wir gehen erstmal bitte in der Unterkunft und tun uns umziehen und dann geht's wahrscheinlich baden. Am Strand. Deshalb sind wir ja auch hier irgendwie, ne? Deshalb sind wir hauptsächlich hier. Vielleicht gehen wir gleich nochmal hin. Ja,
Stimmt, der hat nämlich noch nicht geschlafen, keinen Mittagsschlaf gehabt. Aber er will nicht in seiner, also er war die ganze Zeit drinnen und auch lieb, aber er will nicht da drinnen schlafen. Schnuggibu, komm! Na komm, guck mal, hier sind auch ganz viele Tannenzapfen. Guck mal hier, hier sind auch welche. Zeig mir mal, hast du eine besondere? Hm? Zeig mal. Nee, jetzt nicht zeigen. Okay. Sag einmal. Ui. Oh. Einfach wieder aufstehen. Prima. Oh, super. Baumstamm. Der liegt auf dem Boden anstatt stehend in der Luft. Da. So, und nun? Kommen wir weiter? Dankeschön. Das ist Baumrinde. Sowas wie die Haut vom Baum, ja? Da. Die Haut sozusagen. Dankeschön. Oh, das war gut gehalten. Willst du jetzt den Handstand machen? Nein, der wird drüber. So, weiter geht's. Komm. Komm. Oh, jetzt bist du richtig wieder. Ja. So, weiter geht's. Ui. Okay. Hilfe. Hilfe. Komm jetzt, hilf mir. So, der ist da gelegt. Ja, ja. Wie so, komm, hilf mir. Wie so eine Schildkröte. Hat seinen Wanderstock gefunden. Wie süß der das macht. Guck. Etienne. Schläft noch. Und wir machen es jetzt fertig zum Baden. Süßer. Zum Baden. Es ist schon 17 Uhr. Heute ist ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber auch nicht viel doller, weil hier vorne sieht man, glaube ich, wieder, dass da richtig ekelhaft Algen sind. Aber nicht so schlimm wie gestern. Letzte Woche. Ja, gestern. Was? So süß! Freut er sich? Er ist gerade wach geworden und ist gerade nicht so in der guten Laune. Ja. Naja, wir versuchen es weiter. So, naja, der Kleine friert gerade. Wir waren gerade schön Boden.
Das ist immer mal sein Bademantel, ne? Wenn da die Sonne nicht mehr zu viel ist, dann können wir die Schuhe. Voller Algen. Na doch. Doch. Weiter hinten. Weit weg. Nein, da kann man noch stehen, das ist okay. Ja, aber guck dir das mal an. Wir sind durch für heute. Jo, ich habe noch Abwasch gemacht und ein bisschen sauber gemacht. Und morgen, ja, das seht ihr dann morgen. Ja. Was wir morgen machen, das seht ihr morgen. Der war gut, hä? Ja, wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei Orange.